Hallo und herzlich willkommen mitten im Spiel. Erstmal Pause drücken hier. Oh mein Gott. Oh, hallo. Das sieht so bescheuert aus. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Age Origins. Es tut mir leid, wenn ich gerade vielleicht übersteuert habe. Erstmal hier ausrüsten. Das geht doch gar nicht. Hier, da, da. Eine Rüstung auch. Nur Helm mit Rulebock. Bock. Bock. Rulebock. Okay, alles klar. So, tue ich das mal hier rein. So. Es ist übrigens gerade 4.40 Uhr oder so. Keine Ahnung. Ich habe, weiß nicht, wann auf die Uhr geguckt. Hier so. Hausmänner. Ho hat uns verraten. So eine Ho. Nein, nein, nein. Na komm. Stirb, Bogenschütze, stirb. Na komm, hau rein. Doch, hatte ich vor, also... So ist jetzt nicht. Erstmal hier weggehen. Yeah, Level up. Bevor wir jetzt zu den Typen gehen, sammle ich hier mal die Sachen ein. Die stehen da noch da hinten, alles klar. Da hinten stehen die noch. Ich habe heute übrigens schon eine Aufnahme gemacht. Harveys neue Augen habe ich displayed. Oder aufgenommen. Und muss sagen, meine Stimme ist jetzt langsam im Arsch. Und zwar sehr tief. Und mal gucken, ob ich hier noch heil rauskomme aus diesem Spiel. Oder aus dieser Aufnahme. Wo ist der Terran? Rede! Hey! Ja! Uff, irgend so ein Bug gerade am Schwert. Mach ihn kaputt, Hund, mach ihn kaputt. Yes, schnell Sachen einsammeln. Liebling, ich hörte draußen Schreie und habe das Schlimmste befürchtet. Bist du verletzt? Mir geht's gut. Das wollte ich dich gerade fragen. Sie kamen nicht durch die Tür. Dank dir. Huch. Hast du ihre Schilde gesehen? Das sind Hausmänner. Warum sollten sie uns angreifen? Keine Ahnung, warum sie uns angreifen sollten, aber was war gerade mit deiner Stimme los oder mit dem Sound? Die Soldaten von Ho schlagen, die greifen uns an, während Vater weg ist. Ich lese die Texte und danach denke ich mir selber was aus. So. Du denkst, Hausmänner kamen absichtlich so spät? Dieser Bastard! Ich schneide ihm seine Zunge ab! Hast du deinen Vater gesehen? Er ist nicht ins Bett gekommen. Nein, ich war in meiner Kammer. Wir müssen ihn finden. Natürlich. Vielleicht solltest du hier bleiben. Nein, ich kenne die Mutter schon. Sie wird... Kannst du mit einer Waffe umgehen, Mutter? Ich bin kein orlesianisches Mauerblümchen. Gib mir ein Schwert und ich verwende es. Gehen wir. Ich gebe dir lieber... Ich kann auch von hier aus, oder? Ja, natürlich geht das. Ich gebe dir lieber einen Kurzbogen, denn mit dem Schwert kommst du bestimmt nicht klar. So, schnell hier Sachen einsammeln, alles. Kann man ja immer gebrauchen. Vielleicht können wir noch etwas retten. Einige Habseligkeiten deines Vaters sind in der Kiste dort. Aha, stimmt, ich habe hier Untertitel angemacht. Oh, ein Zweihänder. Yes. Ich bin ja ein Freund von Zweihändern. In jedem Spiel. Also, wenn einer von euch erwartet, irgendwann mal Mage zu spielen in irgendeinem Rollenspiel, freiwillig, dann, nee. Nee. Mache ich nicht. Auch in Dragon Age 3 werde ich... Ach, nein. Die haben... Nein. Mein kleiner Auron. Welcher Teufel schlachtet Unschuldige ab? Bastarde. Was haben sie getan? Dafür werden sie bezahlen. Werden, natürlich. Werden sie bezahlen. Hau nimmt nicht einmal Geiseln. Er will uns alle töten. Oh, armer Fergus. Gehen wir. Ich will das nicht sehen. Dafür wird jeder von denen leiden. Für meinen Bruder werde ich die rächen. Huch, hier Tür. werde ich sie rächen. Fangen wir an.
Na? Also, nicht mehr, nur ein Bogenschütze. Den hau ich mal so platt. Und die Mutter, die kann ja mal den Bogenschützen da hinten mit das da. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Der sieht aus wie eine Attacke. Ja. Kein Problem. Na, greif nicht meine Mutter an. Sonst bist du bescheuert. Stier. Ja, bevor er ausholt, ist er schon tot, weißt du? Och, jetzt reicht's. Und wieso ist da so ein Bug? Der Bug nervt. Habe ich eine Mod installiert, die das macht? Ich habe keine Ahnung. Oh, eine Kiste. Na, ich kann keine Truhen öffnen. Hätte ich doch einen Schurke genommen. Nee. Na, kommen wir auch. Nein. Die haben ja jeden umgebracht. Die Mutter Landra. Es tut mir leid. Hätte sie mich nicht besucht, wenn sie nicht hier. Oh mein Gott. Natürlich. Die nehmen überhaupt keine Gefangenen. Ich will gar nicht wissen, was mit Vater jetzt ist. Wenn sie ihn geschnappt haben, hörst dann... Hörst du die Kampfgeräusche? Hausmänner müssen überall sein. Sieht's übel aus. Wir sollten die Schlacht zu ihnen tragen. Wir kommen aus dem Schloss. Ich will dich nicht in Gefahr bringen. Ich sag das einfach mal. Mein einziger Enkel ist tot. Was schert mich die Gefahr? Das Haupttor. Dort muss dein Vater sein. Wir können Ho einfach nicht gewinnen lassen. Hör zu, mein Schatz. Wir haben nicht viel Zeit. Wenn wir deinen Vater nicht finden, musst du hier lebend raus. Du und Fergus. Ihr seid die letzten Erben der Kusland-Linie. Wenn Hausmänner im Schloss sind, kontrollieren sie es längst. Wir müssen also durch den Gesindegang in der Speisekammer fliehen. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich will Hos Kopf. Dann überlebe und sorge dafür, dass er bestraft wird. Heißt der Hau? Nicht, dass ich... Ups, tut mir leid. Nicht, dass ich jedes Mal seinen Namen falsch ausspreche. Lederrüstung. Wieso steht da Armor auf Englisch? Wieso Englisch? Keine Ahnung. Lederrüstung. Hat es irgendwas Besseres? Nein, hat es nicht. Egal, ich nehme es trotzdem mal mit. Vielleicht können wir es gebrauchen, irgendwann. So. Huch, ein Diener? Oh, das Schloss ist gefallen! Ich verschwinde! Überreden, Feigling, bleib hier und kämpf! Ja, ja! Da! Da kommen sie! Präziser Schlag. Okay, die haben auch Mabaris. Ich geh mal hier in die Mitte. Und stopp. So, da ist ein Schwertkämpfer. Da hinten sind ein paar gegen, weiß was ich wie viele. Die Mutter soll mal... Buch. Kann ich nicht. So, stopp. Du machst den hier platt. Und du machst den hier platt. Hiermit. Und ich kämpfe und helfe... Dann räumen wir mal ein wenig auf. Na komm, hau kaputt. Yes. Ich bin betäubt, verdammt. Das ist etwas laut, ich mach's mal leise. Das verdammt dauert auf mein Ohr und ich darf nicht so laut sprechen, denn es ist 4 Uhr morgens. Wieso mache ich das eigentlich? Ich sollte schlafen. Wie jeder normale Mensch um 4 Uhr morgens. Bevor er noch den Mann killt. Ach du Heilige. Ach, das sind noch Soldaten. Das sind alles normale Soldaten, okay. Gut, mein Handy vibriert gerade. Ihr kennt das bestimmt, wenn man WhatsApp in einer Gruppe ist, dann wird man nur noch angeschrieben. Da gibt es keine Uhrzeiten mehr.
nur noch angeschrieben. Yes. Ich habe es gerade nur in der letzten Sekunde gesehen, aber es sah cool aus. Was ist das? Ach, der Diener und der Wächter, die verfolgen uns jetzt, oder wie, oder was? Huch, einfach alles mitnehmen hier. Noch mehr Leichen plündern. Yay. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Komm. Gut, ich habe nichts Besseres zu tun. Ich bin schon Level up, stimmt ja, habe ich voll vergessen. Ich klatsche den Typ einfach jetzt mal weg. Tut mir leid. Ich hab wirklich übertrieben Halsschmerz. Ich glaube, das wird keine lange Aufnahme. Ey, wieso greift er meine Mutter an? Hat er sie noch alle? Ich frage mich, wieso jeder stärker ist als ich. Die brauchen mich gar nicht hier im Spiel. Die hauen alle so weg. Das ist ja wirklich abartig. Na, mitnehmen. Mitnehmen. Wenn das Skyrim gewesen wäre, dann hätte ich jetzt ein paar Leichen genommen und in... Die Mutter wärmt sich. Huch. Woher kommt denn ihr? Na, dich kriege ich. Bevor du dich hier unsichtbar machst. Hund gegen Hund. Mutter gegen Bogenschütze. So, los geht's. Yes. Komm, hau rein. Jetzt haben wir den Hund platt. Na, die haben hier Spaß. Also die Mutter, die geht auch ab. Habe ich einen Animationsmod reingehauen? Gibt's das überhaupt? Denn ich weiß gar nicht, ob die Animation wirklich so war. Hm. Schutt, da gehe ich erstmal. Was macht der? Hier war die Lagerhalle oder auch immer. Schatzkammer. Wir nähern uns der Schatzkammer. Hier liegt das Familienschwert der Kuslands. Hier, nimm meinen Schlüssel. Hau darf die Klinge nicht bekommen. Eher trenne ich ihm mit ihr seinen verräterischen Schädel ab. Die Mutter ist sehr energisch. Wieso sind die Wächter hier dann tot, wenn das abgeschlossen ist? Verstehe ich nicht. Haben die sich selber gemeuchelt? Natürlich. Oh. Wird erledigt. Oh. Was? Nur eine Axt? Ah, das Familienschwert. Die Familientruhe. Eine billige Truhe einfach. Das Familienschwert. Ich glaube, das Familienschwert ist ein... Ja. Einhänder. Langschwert macht 7 Schaden. Das macht 11 Schaden. Hall. Das ziehe ich auf jeden Fall an. Ach, wisst ihr was? Ich benutze jetzt einfach mal Einhänder jetzt so für den Anfang. Stärke brauche ich 20 und dann hier Konstitution. Weiter. So, weiter. Jetzt das Schild. Ja, damit. Yeah. Keine Ahnung, Moonwalk geradeaus oder Feinde nähern sich. Stopp. Den klopp ich mal weg. Na komm. Also die Mutter geht voll ab. Greif nicht meine Mutter, das ist aber, bist du bescheuert? Das ist für meinen Orang-Utan. Ihr Mörder. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir unser Bruder lebend finden. Was er dann... Wie er dann darauf reagieren wird. Das wird bestimmt...
Ja. Werden wir da so ein leeres Pergament, was auch immer das da macht. Hier ist Leichnam eines Ritters. Kein Problem sein. Und Lederrüstung schon wieder. Als hätten wir nicht genug davon. Hier hinten war doch die ne, Mutter. Also Malol. Wächter, Soldat, Soldat, Soldat. Okay, alles noch normale Soldaten. Denn ich weiß, es kommt stärkere. Und ich weiß, es ist keine gute Taktik, aber meine Taktik ist immer, ich greife die Stärksten an und alle anderen greifen die anderen an. Das ist so meine Taktik. Ja, ich weiß, dass sie nicht gut ist. Man sollte erst die kleinen Schwachen kaputt hauen und dann die Starken alle zusammen draufhauen, aber nö. Ich finde so 1 gegen 1 Kämpfe immer cooler. Wie ihr wünscht. Deswegen habe ich mich auch so gefreut bei Dragon Age 2. Dragon Age 2 habe ich übrigens auch durchgespielt, sogar zweimal, weil ich so geil fand. Ja, da konnte man halt, also da war, ich erklär's mal. Und da war halt so ein ganz großer und den ganz großen durfte, konnte man sich entscheiden, ob man 1 gegen 1 gegen ihn kämpft oder ob man mit der ganzen Gruppe gegen seine ganzen Gruppe kämpft. Und da habe ich natürlich 1 gegen 1 gemacht. Ich finde sowas viel cooler. Der Hund hilft mir jetzt einfach mal. Wo sind die anderen? Die anderen sind alle weg. Was war da hinten? Ich bin schon wieder betäubt, Alter. Finger. Halt so die Mutter, ey, ganz ehrlich. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Na komm, hau kaputt. Wie ihr wünscht. Nächster bitte. Wieso haben Bogenschützen immer mehr Leben? Oder größere Lebensanzeige, sag ich mal so. Mehr Leben stimmt ja gar nicht. Wird erledigt. So, jetzt können wir nur noch in die Haupthalle. Wo ich jetzt auch mal hingehen werde. Der Typ, der backt einfach rum.